Hallo, in meiner neuen Milchviehberatung vergleichen sich Top-Milchviehbetriebe und ich hole immer öfter externe Experten dazu. Letzte Woche hat Christian Treichel, ein unabhängiger Futterberater, einen spannenden Vortrag gehalten, aus dem du gleich einen kurzen Auszug siehst. Wenn du mehr über die neue Milchviehberatung erfahren möchtest, klicke oben links auf den Link, den ich jetzt einblende. Beispielration. Wir kommen wieder auf das zurück, was ich eben in der vorletzten, im vorletzten Slide schon gezeigt habe. Dieser Wechsel 35 Liter, 35,7 Kilo. Das Ganze bei 24 Kilo Futteraufnahme, Trockensubstanz, Frischmasse. Wir kommen hier auf eine Futterverwertung von knapp 1,5. Ich würde mal behaupten, dass diese 1,5 die meisten gerne hätten. Und trotzdem habe ich darunter geschrieben, gut, geht aber besser. Ist vielleicht ein bisschen frech, aber ich würde mal sagen, bundesweit haben wir eine durchschnittliche Futterverwertung von eher unter 1,3 im Schnitt aller Betriebe. Und wenn man dann weiß, dass sowas auch zu machen ist mit 1,7, dann kriegt man vielleicht eine schaurige Ahnung davon, warum es Betriebe gibt, die selbst unter unmöglichsten Milchpreisbedingungen noch irgendwie eine schwarze Null hinkriegen, währenddessen andere Betriebe selbst mit 40 Cent nicht in der Lage sein würden, Geld zu verdienen. Das ist sicherlich eine bittere Erkenntnis, aber die Schwankungsbreite von Know-how auf den Milchbetrieben, in Milchbetrieben in der Praxis ist erschreckend groß. An der Stelle greifen halt, sagen wir mal, verschiedene Zahlen, wie wir das natürlich immer so wissen. Verschiedene Zahlen greifen enorm stark ineinander. Und ich sage mal, man kann in einem Bereich sehr gut sein. Wenn man im anderen Bereich komplett schlecht ist, dann wird einem das gar nicht viel helfen. Und insofern, ja, Futterverwertung 1,5. Ich habe das jetzt, wie gesagt, damit wir einfach mal so eine Ausgangslage haben und dann können wir uns gleich mal angucken, wie ich das sozusagen interpretieren würde, weil das reicht dann nämlich in genau den Bereich hinein, den du gerade angesprochen hast, in den Repro-Bereich. Mit wie vielen Laktationstagen bin ich eigentlich unterwegs? Ich habe hier einfach mal eine Ration angenommen mit das ist schon ganz schön stattlich, die 45 Kilo Frischmasse Grundfutter dabei, habe da mal Preise hintergeschrieben. Das ist sicherlich, sage ich mal, bestenfalls eine Annahme und für den einen oder anderen wird das so gar nicht zutreffen. Aber die Richtung, sage ich mal, hoffe ich, stimmt zumindest in etwa. Ich habe jedenfalls Gesamtfutterkosten hier von 4,23 € mal dran geschrieben. Das Ganze sozusagen dann durch die Kilos geteilt und kommen dann auf Futterkosten von 11,85 Cent. Ich sage mal, das scheint mir im Augenblick etwas sehr optimistisch. Ich muss aber dazu sagen, ich war jüngst auf einem Betrieb, da haben wir 10,4 Cent Futterkosten gehabt. Wir lagen also noch unter diesem hier. Da geht eine ganze Menge und die Schwankungsbreite ist, wie gesagt, sehr hoch. Ich denke, die meisten liegen zurzeit eher bei 13, 14 Cent. Futterkosten pro Kilo Milch, wenn wir nur die melkende Herde betrachten, also ohne Trockensteher und ohne Rinder.